Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Nawel. Im heutigen Video zeige ich euch ein marokkanisches Tagine-Rezept mit Gemüse und Sardellen. Das Rezept ist sehr einfach und in kurzer Zeit zubereitet. Also wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt doch einfach dran. Das sind alle Zutaten im Überblick, die wir für das Rezept benötigen. Wir benötigen 210 Gramm Winterrettich, 140 Gramm Sardellen, etwas Olivenöl und etwas Sonnenblumenöl, 380 Gramm Kartoffeln, die habe ich in Scheiben geschnitten, 110 Gramm Erbsen, 25 Gramm Petersilie, 80 Gramm Zwiebeln, 10 Gramm Knoblauch, 95 Gramm Tomaten, etwas Safran, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Esslöffel Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver und zwei Esslöffel passierte Tomaten. Im allerersten Schritt kommt etwas Olivenöl und etwas Sonnenblumenöl in den Tagine. Da hinein kommen die grob gehackten Zwiebeln sowie der Knoblauch. Die Zwiebelstücke und der Knoblauch werden jetzt für ungefähr 5 Minuten angebraten. Nun kommt die fein gehackte Petersilie dazu. Alle Zutaten werden nochmal miteinander vermischt. Und dann kommt noch ein Schluck Wasser dazu. Das Ganze kann nochmal für 3 Minuten kochen und dann werden die Gewürze, die passierten Tomaten sowie die gehackten Tomaten hinzugegeben. Alle Zutaten werden nochmal miteinander vermischt. Jetzt können nochmal 200 ml Wasser hinzugegeben werden. Die Soße darf nochmal für 3 bis 4 Minuten kochen. Nun habe ich den Winterrettich hineingegeben. Schaut, dass ihr den Winterrettich und die Kartoffeln ordentlich anreiht, denn so sieht euer Tagine später viel schöner aus. Die Kartoffelscheiben habe ich immer zwischen dem Winterrettich angeordnet. So entsteht nämlich ein schönes Muster. Im nächsten Schritt habe ich die Erbsen oben drüber verteilt. Schaut auf jeden Fall, dass ihr die Erbsen gleichmäßig verteilt. Jetzt habe ich auch die Sardellen über das Gemüse angeordnet. Zum Schluss habe ich noch so circa 100 ml Wasser hineingegeben. Wer mag, kann noch etwas Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver über die Sardellen verteilen. Das gibt zumal einen guten Geschmack und eine schöne Farbe. Zudem habe ich noch etwas Salz oben drüber gegeben. Das Ganze darf so circa 40 bis 60 Minuten kochen. Die Kochzeit ist vom Winterrettich abhängig, also bis der Winterrettich gar ist. Während der Kochzeit könnt ihr immer mal wieder etwas von der Soße nehmen und oben drüber verteilen. Und fertig ist das marokkanische Tagine-Rezept mit Gemüse und Sardellen. Wie ihr gesehen habt, ist dieses Rezept sehr einfach und die Zubereitung geht auch super schnell, denn dieses Rezept kann man auch mit einem One-Pot-Gericht vergleichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!